Hiho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde, zu Pillars of Eternity 2 Deadfire. Jo, wir haben angefangen, die Wildnis von Dekataka zu erkunden. Einen Moment kurz. So. Gut. Ja, wir haben angefangen, die Wildnis von Dekataka zu erkunden. Da ist unsere Defiance. Und haben hier Makotos Verdeck. Verdeck? Ist das richtig? Naja, egal. Gefunden, wo ein paar Laurer eine Gruppe Dämmerungssterne überfallen hat. Jetzt wollen wir mal gucken, ob wir schon stark genug für ein paar Laurer sind. Ja. Vom Rand des Gebüsches siehst du mehrere Laurer mit einiger weniger knolliger Feuchtspuren. Die urweltlichen Geschöpfe fahren fast vollkommen ruhig und scheinen nicht bedrohlicher zu sein als die Bäume um sie herum. Näher heranschleichen. Seraphim führt dich schweigend durch das Unterholz. Ja, wahrscheinlich wäre es besser gewesen, seinen Köder zu benutzen, aber das werden wir erst sehen. Ja, Seraphim führt die Schweigend durch das Unterholz. Wir sind auch getarnt. All this chasing after Aethys. It's brought back memories of the Saints War. Okay, Edda, sehr schlechter Zeitpunkt, aber gut. Diese ganze Jagd auf Eotas weckt Erinnerungen an den Krieg des Heiligen. Erzähl's mir. How scared everyone was, mostly. Hauptsächlich, wie verängstigt alle waren. Everybody put on a brave face, made all these claims about what they do when they met a god in battle. Jeder hat versucht, sich tapfer zu geben und sich Geschichten auszudenken, was er alles tun würde, wenn er einem Gott gegenüberstünde. There was no sadder sight than a group of us talking big, trying to outdo one another. Er gluckst, wie wir alle große Reden geschwungen versucht haben, uns gegenseitig zu überbieten. Ich glaube, das Einzige, was dabei nicht zu überbieten war, war die Traurigkeit dieses Anblicks. Selbst der uns anführte, hat immer davon erzählt, wie viele Methoden er kenne, einen Gott zu töten. Und bei Nacht hat er so laut mit den Zähnen geklappert, dass es sich anhörte, als hätte er auf Steinen herumgekaut. Nur falls du dich fragst, ob er wirklich das Zeug dazu hatte. Er zuckt mit den Achseln. Wir wurden nicht geschickt, um Eotas zu töten. Das kann ich gut nachvollziehen. Meine Zähne sind mittlerweile so abgenutzt, dass sie ebenso gut kleine Kiesel sein könnten. Voetika konnte mich nicht aufhalten. Eotas wird das auch nicht. Hört sich nach einer interessanten Truppe an. I wouldn't have traded them. The ones that died, most of them died brave. The ones that lived. Ich hätte sie gegen niemanden eingetauscht. Die meisten von denen, die gefallen sind, taten es ehrenhaft. Die, die überlebt haben, hatten es sich verdient. Point being, the prospect of facing a god makes cowards of most all of us. Now here I am again, on my way to meet Aethys. Was ich sagen will, die Aussicht darauf, einem Gott gegenüberzustehen, macht uns allen Feiglinge. Und jetzt sieh mich an auf meinem Weg zu Eotas. Seine Augen schnellen auf und ab, entweder eine Geste, die den Dämmerungsstern galt, oder ein Augenrollen. Some ways I feel the same. Edgy, sick in my gut. But it's different this time. In bestimmter Hinsicht fühle ich mich ähnlich, elektrisiert. Mit Knoten im Magen, aber diesmal ist es ein bisschen anders. Might be 'cause of you. Könnte an dir liegen. Der letzte Satz murmelt er undeutlich vor sich hin, nicht wirklich in deine Richtung. Warum das? Wirklich, ich fühle mich nämlich wie einer dieser Soldaten, mit denen du unterwegs warst. Das liegt daran, dass du nie mit jemandem wie mir den Krieg gezogen bist. Ich frage einfach mal, warum das? We haven't gone to pieces yet, for one thing. At least not on the outside.
Zum einen bist du noch nicht in tausend Teile zerfallen, zumindest nicht äußerlich. Du hättest in Cad Nua alles enden lassen können, oder sogar im vergoldeten Tal. Aber du hast weitergemacht, obwohl du wusstest, wohin unsere Reise führt. Hast nie vergessen, wer du bist. There's part of me thinks we aren't gonna make it out of this. When I get to thinking like that, it helps to remember how you've held together. Ein Teil von mir denkt, dass wir es heil aus dieser Sache schaffen. Wenn ich anfange, solche Gedanken zu verfallen, hilft es, sich daran zu erinnern, wie man zusammengehalten hat. What do you think? We gonna survive all this? Was meinst du, überleben wir das alles? Er fragt lächelnd, aber seine Mimik fällt schon bald zusammen. Keine Ahnung. Das kannst du glauben, ich bin mit dem Leben noch nicht fertig. Mir ist es nur wichtig, unsere Herausforderung offen die Stirn zu bieten. Ich glaube, das kann ich schon lange nicht mehr behaupten. Nein, wir haben es so weit geschafft. Ich denke, wir haben eine Chance. Du willst nicht wissen, was ich denke. Nehmen wir mal die 6. I'll take that over the alternative. And I've been learning to give you the benefit of the doubt. Das ist mir lieber als die Alternative, und ich habe gelernt, dir im Zweifel zu vertrauen. I go back and forth myself. Every time we see one of those big footprints, it reminds me not to get too excited. Ich schwanke auch hin und her. Jedes Mal, wenn wir eine dieser riesigen Fußspuren entdecken, werde ich daran erinnert, mich nicht zu sehr zu freuen. There's a good chance we die out here, halfway across the world from anywhere I ever called home. Es besteht die Chance, dass wir hier draußen sterben, eine halbe Welt entfernt von allen Orten, die mir jemals in der Heimat waren. Eddas Blick schweift über die Umgebung, als würde er sie abwandern und niemals den richtigen Platz finden, um zu rasten. Aber wenn ich ihm entgegentreten kann wie du, vielleicht spielt es dann keine Rolle. Er nickt dir zu, ein kleiner Teil der Anspannung auf seinem Gesicht scheint zu schwinden. Nichts sagen, es war gut, dich an meiner Seite zu haben. Du musst mir etwas sagen, Edda. Hast du Gefühle für mich? Nehmen wir die 2. Don't know where I'd be right now if you hadn't come through Gilded Vale that day. Das meine ich ernst. Ich wüsste nicht, wo ich jetzt wäre, wenn du an diesem Tag nicht durch das vergoldete Tal gekommen wärst. Entschuldigung. Wenn du an diesem Tag nicht durch das vergoldete Tal gekommen wärst, also durch Goldtal. I'll tell you what though. I'm not one for big promises. Aber ich sage dir was, ich mache mir nichts aus großen Versprechungen. Er legt eine Hand auf deine Schulter und zieht dir direkt in die Augen. But I'm gonna beat up as many people and monsters as it takes to get you your life back. You got my word on that. Ich werde so viele Monster und Menschen vermöbeln, wie ich muss, um dein Leben zurückzuholen. Du hast mein Wort. Er lächelt mit einer Seite seines Mundes, klopft dir 2 heftig auf die Schulter, dass die Vibration dein Rückgrat hinunterlaufen. Gut. I can't see you, you sneaky bastard. Ja, das hier ist jetzt gerade das Problem. Feuchtspore und Dschungellaure. I'm here. I'd be glad to. Können wir etwas anlocken, ohne den Rest anzupissen? Yes. Gut, die Sporlinge sind wir schon mal losgeworden. Auf. Alauf, lass Feuerbälle regnen. Okay, leicht verletzt, unverletzt. Alof, noch ein Feuerball wäre jetzt nicht verkehrt. Xoti, ein Buff. Verletzt, unverletzt, leicht verletzt. Au. Okay, ich glaube, mit Lauren können wir uns noch nicht anlegen. Nein. Definitiv nicht.
Ich glaube, wir verziehen uns erst einmal. Mal gucken, ob wir mit Edda noch den Dialog noch mal führen können. Ich hätte speichern sollen nach dem Dialog vielleicht. All this chasing after Aethith, just how scared everybody been there. Even the course at night, he grind his teeth so hard it sounded like he was. I wouldn't a trip point be somewhere. Might be because of you, maybe, but you could have let it all. You're still go. There's part. What do you think? We gonna survive? I'll take that. I go. There's a. But if I can face it like you, I mean it. I'll tell you. But I'm. Gut. Wir verlassen diesen Ort lieber lebend. You must gather your party before venturing forth. Sonst habe ich schon lange nicht mehr gehört, dass ich meine Party sammeln muss, um weiterzureisen. Gut. Na, das ist nicht so schön. Okay. Tut mir leid, aber da müssen wir doch lieber das hier laden. Weil das Ding ist weg. Und ich würde das gerne machen, dieses Gebiet. Wegen den Erfahrungspunkten und dem Loot, der herumliegt. Allerdings, wie gesagt, mit Dschungellauchern können wir uns noch nicht anlegen. Da brauchen wir vielleicht noch ein, zwei Level. Deswegen... Notizen... Neu erstellen. Monster. Westlich Nekataka. Verdeck. Doppelpunkt. Dschungel. Ach, nehmen wir einfach Laura. Mächtig. Böse. Ausrufezeichen. So. Jetzt will meine Mannschaft bestimmt ihren Sold, aber die 11 pro Tag, das können wir uns sehr gut leisten. Hier oben ist auf jeden Fall Wasser. Und Schiffsseebad. Yay, Zeug, das wir nicht brauchen. Theoramunga ist hier. Oh, wir verbrauchen zurzeit wirklich nichts. Hier geht's zu Raohara. Gucken wir doch mal, wer Raohara ist. Westlich von Nekataka ziehen sich sanft geschwungene, sattgrüne Ebenen in Richtung der Berge. Stachelige Pflanzen mit hellen Blumen stechen aus dem smaragdgrünen hohen Gras hervor. Hin und wieder spendet das breite Laufwerk eines Baums wie ein Sonnenschirm in der Landschaft Schatten. Du erklimmst eine Anhöhe, von der du eine Gruppe reptilartiger Gestalten etwa 30 Meter Hügel abwärts sehen kannst. Die zauberen Zocken zwitschern und quäken auf einem breiten, flachen Stein. Dich näher heranschleichen, um alles zu beobachten. Du schleichst leise durch das Niederholz, ein Auge immer auf der Suche nach anderen Gefahren. Als sich der Gruppe näherst, beobachtest du einen Trupp von grob 10 Xaurips unter der Aufsicht einer ihrer Schamanen, picken manche von ihnen mit langen Stöcken Maden. In der Mitte des Kreises fallen sich zwei Maden angesprochen von ihren Xaurib-Fängern gegenseitig an. Dass sie von ihrem Sport abgelenkt sind, scheinen sie dich nicht bemerkt zu haben. Waffen schwingen und schreien. Dich offen nähern. Du näherst dich der Versammlung, die Saurips quieken und zwitschern, als du näher kommst. Mehrere von ihnen machen ihre Bögen und Speere bereit. Die Wände schauen sich gegenseitig an, als ob sie unsicher wären, ob sie angreifen sollten oder nicht.
Kann Fenrir beim Warnwettbewerb mitmachen? Immer mit der Ruhe, wir wollen nichts Böses. Ihn mit ein bisschen Fingerfertigkeit imponieren. Kann Fenrir beim Warnwettbewerb mitmachen? Ja, die Xaurypsfische werden dich böse anstechen mit ihren Speeren in deine Richtung, als ob sie dich fernhalten wollen. Ihn mit Fingerfertigkeit imponieren. Die Xaurypsfische starben auf einfache Münztricks, sie sehen sich verwirrt an. Du hast noch nie zuvor einen weniger beeindruckenden Wilden gesehen. Einer schüttelt seinen Kopf und legt enttäuscht den Halbfächer auf seine Schnauze. Ein anderer setzt sich hin und findet seinen Kopf, der seinen Händen begraben liegt. Wir wollen nichts Böses. Die Xaurypsfische schauen dich böse an und stechen mit ihren Speeren in deine Richtung, als ob sie dich fernhalten wollen. Ich gehe besser. Die Xaurypsfische ist stumm zu, wie du dich entfernst. Sobald ein gutes Stück weg bist, fangen sie an, untereinander zu schnattern. Ein paar wenden sich wieder die Spielen zu, doch andere stehen jetzt im Umkreis des Felsen Wache. Du lässt die Wilden hinter dir. Ja, Feowanne haben wir gefunden. Und ich wollte eigentlich sagen, das hier sieht aus wie ein Küstenweg, aber viel weiter geht's hier gerade nicht. Und ja, solange mein Schiff vor Anker liegt und die anderen Landurlaub haben, scheine ich kein Geld zu verlieren. Und auch keine Vorräte und nichts, was ich gut finde.